Willkommen zu einer neuen Folge. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das ist. Theoretisch meine Post ist nämlich geklaut und abgedroschen. Eigentlich dachte ich letztens, das ist eine einmalige Sache, dass wir das machen mit der Post, weil das eben den Kanal bedeutend verändern sollte, dass ich zum Streaming auch umwechsle. Mittlerweile habe ich auch meinen ersten Livestream hier direkt auf dem Kanal gemacht, der meiner Meinung nach auch sehr gut ankam. Viele haben gesagt, was, das war's schon, oh, schade, dass es vorbei ist, obwohl aus der geplanten einen Stunde sind 2,5 Stunden geworden. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mir natürlich auch. Boah, der Adi hat mich schon wieder, meine Finger brennen, Hilfe. Und jetzt habe ich ein Paket. Meiner Meinung nach sind da auch 2 Dinge drin, die trotzdem bedeutend sind für den Kanal und auch für Pokémon und für das Livestreaming. Und ich sehe jetzt schon ein Problem, was ich habe. Deswegen möchte ich das heute mal mit euch besprechen. Natürlich wieder bei Amazon bestellt irgendwie. Gönne ich mir immer alles von da. Wir machen das erstmal auf. So, einfach aufgerissen. Gucken hier rein. Wir sehen hier die Nummer 1. Einmal bessere Kopfhörer. One Audio Studio DJ Headphones in Pink. Warum auch immer in Pink. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die alten, die ich benutzt habe, halt auch pink waren. Solche In-Ear-Kopfhörer. Und da habe ich schon beim NR-Battle gemerkt, wenn ich da immer Runden höre und bewerte, dass ich auf den Kopfhörern im Prinzip, es dröhnt einfach nur, du verstehst kaum was, die Musik ist viel zu laut, der Bass ist zu sehr und siehst auch, was kann man sich denn auch solche Gurken holen? Du musst dir mal ein gescheites Headset holen, einen gescheiten Kopfhörer, irgendwas. Habe ich gedacht, gut, die sind halt fürs Handy, für unterwegs irgendwas, aber jetzt für die Streams brauche ich andere Kopfhörer. Hab mir eben jetzt die bestellt. Angeblich sollen die relativ gut sein, aber auch relativ klein, was ich jetzt auch erst sehe. Die werde ich mal ausprobieren bei den nächsten Streams, egal ob beim NHR-Battle oder eben hier auf dem Pokémon-Kanal. Was aber noch viel wichtiger ist, und da verweise ich wieder auf Sabrina Spielt, die ja immer am Community Day rumrennt und mit dem Handy streamt und da auch die Levelaufstiege macht, was natürlich sehr entlastend ist, wenn ich jetzt nämlich mit der Cam rumrenne. Ich kann nicht spielen, weil ich ja immer, wenn ein Levelaufstieg ist, also ein Freundesaufstieg, muss ich jedes Mal wieder die Cam anmachen, ich muss die Aufnahme starten, ich muss das extra rausnehmen. Wenn ich eine halbe Stunde Levelaufstiege habe, in dem C-Day-Video finde ich das sehr störend und unpassend, will das dann immer als extra Video machen. Also wäre es ja eigentlich relativ sinnvoll und einfach. Man würde die erste halbe Stunde mit dem Handy live streamen, dass direkt die Levelaufstiege alle da sind, ich flüssig spielen kann. Das dann als Einzelvideo für den entsprechenden Samstag, wo das meistens ist, mache. Und den restlichen C-Day aber abfilme mit der Kamera ganz normal, um das Feeling einzufangen und die anderen Leute. Und dafür wollte ich mir eine Perücke kaufen, bestellen. Habe ich ja gemacht, weil ich den Scherz hatte mit der Sabrina. Da muss ich es dann machen wie sie, muss ich mich verkleiden. Da denken alle, ich bin sie, wenn ich da rumrenne und einen Livestream am C-Day mache. Jetzt habe ich also eine Perücke bestellt. Die ist hier nochmal in einem Haarnetz drin. Guckt mal, wie schön die schon aussieht. Fängt auch an zu rascheln. Hier, da kommt der Kopf rein. Ne? Hier unten ist der Adi, den sieht man jetzt nicht. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wollen wir das mal kurz aufsetzen? Einfach mal, um zu schauen, wie das ist, weil ich denke, die Folge werden eh nicht so viele Leute gucken, diese Paketsachen, was nicht direkt mit Pokémon im Titel ist. Wir setzen das trotzdem mal auf, um zu schauen, ob ich dann die Sabrina bin. Digga, was machst du? Du schmeißt schon wieder alles runter. Alter, richtig heftig. Guckt mal, der Adi dreht schon wieder durch hier. Der knurrt schon wieder ohne Ende. Ich muss aber mal die Haare richten, ich sehe nämlich gerade nichts. So, hinten noch ein bisschen vorne. Ach, ich kann das nicht. Ich kann das hier jetzt nicht ändern. Hallo Leute, die Sabrina hier. Ich begrüße euch zum Community Day. Und wir werden heute mal losgehen und ein paar Pokémon fangen. Sieht das realistisch aus? Ich glaube, da fehlt noch was, da muss ich noch irgendwas anders machen. Vielleicht müsste ich trotzdem noch den Bart ein bisschen abrasieren. Keine Ahnung, sieht doch auf jeden Fall richtig fresh aus. Also Perücke wäre auf jeden Fall am Start. Die 1000 Abonnenten sind ja auch erreicht und bisher
immer wenn ich mit dem Handy live streamen wollte, stand ja da Voraussetzungen für die Livestreams unterwegs über YouTube. Mit dem Mobiltelefon sind mindestens 1000 Abonnenten. Jetzt habe ich mindestens 1000 Abonnenten erreicht, habe auch die Perücke am Start, kann aber trotzdem keine mobilen Livestreams von unterwegs machen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hey, der frisst an der Perücke rum. Kann trotzdem keine mobilen Livestreams unterwegs machen. VisaFan TV hat gemeint, ja, du musst erst Partner sein, da muss erst in deinem Kanal Partner bestätigt stehen. Das steht aber da, das habe ich schon lange gemacht, das ist schon lange da. Bisher dachte ich also wirklich, es liegt daran, dass ich die 1000 Abos nicht habe. Jetzt, wo ich die 1000 Abos habe, geht es aber trotzdem nicht. Es steht immer da, dass mein Kanal nicht die aktualisierten Grundvoraussetzungen für das Streamen unterwegs erfüllt. Aber ich kann weiterhin mit Webcam und so weiter streamen. Aber für den C-Day bringt das ja nichts. Weil ich wollte doch mit der Perücke meine erste halbe Stunde C-Day übertragen und die Levelaufstiege machen und das alles. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich habe das Problem auch schon gepostet auf Telegram, auf Facebook. Nee, auf Instagram, auf Facebook. Da kamen Leute nur, meinst du jetzt YouTube-Partner? Das musst du beantragen. Aber bin ich ja. Steht ja drin, ist ja alles fertig. Und es sieht genauso aus bei den Einstellungen wie bei allen anderen. Es gibt natürlich die schlauen Leute, die sagen, man streamt eh nicht direkt über YouTube unterwegs, dann nimmt man sich einfach eine andere Übertragungs-App und macht das damit. Da wüsste ich aber jetzt auch nicht, ich habe ja eigentlich sonst immer nur den AZ Screen Recorder, damit geht das glaube ich gar nicht. Wenn das damit geht, schreibt es mal unten rein, beziehungsweise wenn ihr wisst oder wenn ihr mir helfen könnt bei meinem Problem, schreibt mir mal unten rein, wie ich das lösen kann. Wo liegt das Problem jetzt bei YouTube? Wieso geht das nicht? Was muss ich vielleicht noch beachten? Was muss noch gegeben sein? Das wäre auf jeden Fall hilfreich, denn der C-Day rückt näher. Und bis dahin möchte ich bitte mit dem Handy live streamen können, dass wir live die Levelaufstiege machen, dass das extra Video diese halbe Stunde als Livestream online geht an dem Tag und das restliche ganze Video eben dann mit Kamera gefilmt am nächsten Tag. Schreibt es mal rein, woran das liegt. Kann, wie ich das eben noch gebacken bekomme oder alternativ die Leute, die sagen, du brauchst kein YouTube, was könnt ihr empfehlen, welche App ermöglicht es also ganz chillig Livestreams vom Handy aus mit der Pokémon Go App zu machen, denn das habe ich noch nie gemacht, das ist für mich absolutes Neuland, da kenne ich mich nicht aus, wäre also cool, wenn da jemand helfen könnte, wenn ihr mir da Tipps geben könnt, welche Apps ich mir anschauen soll, welche da geeignet ist dafür, dann würde ich das nämlich auch ohne die YouTube-App machen. Aber ein normaler Screen-Recorder über... Ja doch, der nimmt ja das auf, was ich dann mache. Wenn ich in dem Moment in Pokémon bin, macht der auch das. Aber dass das gleichzeitig ja in YouTube überträgt. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann der AZ-Screen-Recorder das auch. Muss ich mir nochmal angucken. Wenn ihr aber Erfahrungen habt, wenn ihr Tipps habt, schreibt es bitte mal rein. Ah nee, lass doch jetzt die Perücke in Ruhe. Das wäre nämlich genial, das Problem habe ich nämlich jetzt, alles andere passt, alles andere nimmt langsam Gestalt an, nimmt Form an, die Livestreams klingen besser jetzt, dadurch, dass ich das Mikro endlich richtig hingestellt habe, die Perücke ist da, wie gesagt, eine neue Cam hatte ich mir erst geholt, jetzt liegt es nur noch an unterwegs, am Handy, an Livestreams, am C-Day, wenn das noch passt, dann bin ich erstmal zufrieden. Ich bin immer noch der gleiche, nur man kann mich einfach ganz anders erleben. So, das war's glaube ich auch schon von meiner Seite aus. Dicker, müssen wir mal hier die dicke Katze wegräumen. Da, guck du Verbrecher, guck hin, wie er aussieht. Mit seinem Schönheitsfleck am Mund, ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Dann seht ihr mich nämlich am Community Day, als Sabrina spielt, wie ich meine Levelaufstiege mache. Boom.